Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung NTG 2017-2 und bei der Aufgabe 2 handelt es sich um die Elektroaufgabe. Gegeben waren uns zwei Skizzen. Die erste Skizze sah eben folgendermaßen aus, dass also drei Widerstände in dieser Art verschaltet worden sind. Zack. So. Sie sollten praktisch in einem Ofen verarbeitet worden sein. Wir haben Wechselstrom von 230 Volt. Es handelt sich also um reine ohmsche Verbraucher. Alle Widerstände Ri gleich konstant, das heißt also alle sind gleich groß. Und das ist im Prinzip schon alles gewesen, was uns gegeben wurde. Nein. Die Gesamtleistung P Gesamt war uns mit